Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Becken Podcasts, eurem österreichischen Laufpodcast, den ihr nicht nur liked, sondern auch reviewt und 5 Sterne gebt und auch folgt, und zwar auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf der Donauinsel. Ihr könnt uns auch folgen, indem ihr uns Geld zuschmeißt auf Patreon und Steady oder auf der Donauinsel. Beziehungsweise, ihr könnt es wahrscheinlich auch, das gibt es jetzt noch nicht offiziell im Handel, beim Anker für Apfeltaschen und Riesenschnecken ein Abo abschließen auf unseren Namen. Wir nehmen alles. Wir nehmen da alles. Wenn es auf der Donauinsel ist, da, nur bitte keine Münzen, die tun dann so weh. Zumindest nicht mit hoher Geschwindigkeit. Richtig. Bitte. Wir wollen heute über AG1 von Athletic Greens sprechen. Vor 10 Jahren in Neuseeland gegründet, ist es mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und zusätzlichen Zutaten aus vollwertigen natürlichen Lebensmitteln fixer Bestandteil unserer Morgenroutine. Wie alle wisst, als Jungfahrt ist es nicht immer einfach, auf die eigene Ernährung zu achten. Man kümmert sich viel mehr darum, dass in meinem Fall der kleine Mann das maximal gesündeste Essen bekommt, dass man selbst oft auch vergisst, sich die Zeit zu nehmen, eine vollwertige Nahrung für uns sich selbst zu machen. Da muss es irgendwie schnell gehen und man nimmt halt das, was man gerade bekommen kann. Was natürlich heißt, dass man selbst dann oftmals zu kurz kommt und eben nicht die nötigen Vitamine, Mineralstoffe und sonstigen Zutaten bekommt. Und genau deshalb ist der Löffel AG1 in der Früh einfach die ideale Nährstoffversicherung für mich. Und warum ich besonders in den kalten Tagen gern zu AG1 greife, ist eben die Stärkung des Immunsystems. Derzeit schwächen meine harten Intervalle, die ich laufen will, mein Immunsystem zusätzlich zum kalten Wetter. Das heißt, mein Körper wird da sehr viel zugemutet und deswegen bin ich froh, dass AG1 die entsprechenden Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthält, die mein Immunsystem unterstützen können. Peter, wie können unsere Hörer von AG1 ebenfalls profitieren? Für unsere Hörerinnen gibt es im Moment eine exklusive Aktion unter athleticgreens.com/laufendendecken bekommt ihr zu eurem Abo einen Jahresvorrat D3 und 5 Travel Packs kostenlos dazu. Damit das auch keine Katze im Sack ist, gibt es natürlich eine 60-Tage Geld-Zurück-Garantie und wenn Fragen auftauchen, steht euch die Mannschaft von AG1 auf ihrer Facebook-Gruppe zur Verfügung. Ging zu schnell? Ihr könnt das auch alles in den Shownotes nachlesen. Und nun zurück zur Folge. So, und nachdem Sie ja schon gehört haben, dass der Flo da ist, hallo Flo. Servus. Darf ich auch noch vorstellen den Chris, der ist nämlich heute auch da, wir sind wieder mal zu dritt. Servus. Hallo Chris. Hallöchen. Die große Frage ist natürlich, warum haben wir dich eingeladen? Also zuerst einmal, wer bist du eigentlich und wer bist du eigentlich? Warum wir dich eingeladen, das reden wir dann nachher. Ja, wer bin ich eigentlich? Ja, der Christian Pieri. Ich komme aus Karlsruhe, bin hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr tätig und nebenberuflich mache ich seit 2017 Triathlon-Coaching, Triathlon-Training und bin, damit man nicht langweilig wird, auch noch selber aktiver Triathlet und habe noch eine Abteilung im Prinzip gegründet im Triathlon. Also von daher Triathlon durch und durch. Das Ganze mache ich seit 2009 schon. Und habe den ein oder anderen Ironman oder 70.3 schon hinter mir. War auch zusammen mit meiner Frau, der Silke, schon zusammen in Hawaii am Start und auch bei der 70.3 WM in Nizza. Und ja, warum bin ich da? Kann ich euch im Prinzip gleich vorn wegnehmen. Du bist nämlich da, aber der Peter will jetzt nicht nur einen Lauftrainer haben, sondern der Peter will jetzt auch einen 70.3 Triathlon machen. Deswegen bist du da. Das war meine Idee, genau. Das ist genau mein Plan. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege jetzt euch beide noch als Athleten. Ja. Wrong. Das mit dem Schwimmen lassen wir gleich einmal ganz weg. Für einen Duathlon kriegt man mich schnell mal an den Start, aber Triathlon, nein. Okay, wir haben das auf Band. Also Duathlon. Ja, ist ja fast dasselbe. Nein, wir sind eigentlich, haben dich eingeladen, oder ja, Sie finden uns hier zusammen wegen Sapiens. Magst du mal erklären, was das ist? Genau, also Super Sapiens oder Super Sapiens, je nachdem, in welcher Sprache man das aussprechen möchte, ist im Prinzip eine kontinuierliche Glukosemessung.
Man kennt das eigentlich von den Diabetikern, die leider oder im Prinzip gesundheitsbedingt darauf angewiesen sind, um ihren Glukosespiegel zu messen und dann eben Insulin nachzusteuern. Und Super Sapiens hat, ich meine, letztes Jahr das Ganze sozusagen für die breite Öffentlichkeit mal zur Verfügung gestellt und jedem Sportler oder jedem Mensch auf der Welt die Chance gegeben, sich die Sensoren zu kaufen und seinen persönlichen Glukosespiegel durchgehend rund um die Uhr zu messen. Ja, warum sollte ich das machen wollen? Das ist genau die Frage, die man sich am Anfang stellen muss und am Anfang stellen kann. Ich finde, man muss das so zweigleisig fahren. Zum einen für den Nichtsportler, der einfach mal sagen kann, ich weiß, was ich esse, aber ich weiß nicht, wie mein Körper darauf reagiert. Das heißt, im Prinzip morgens der Cappuccino oder mittags der Cappuccino kann sein, dass mein Glukosespiegel schon hochgeht und ich dadurch durch eine Insulinausschüttung vielleicht müde werde am Nachmittag und ich so einfach sagen kann, das Lebensmittel tut mir gut und das Lebensmittel tut mir vielleicht nicht so gut, weil ich einfach große Schwankungen drin habe. Oder dann eben auf der Sportlerseite, um das Ganze in Training, Wettkampf und Regeneration nutzen zu können. Okay, das heißt aber, dazu muss man jetzt mal wissen, was ist Glukose, was wird genau gemessen und warum wirkt sie irgendwas, was ich esse oder was dann schwankt, auf was auch immer aus? Also, weil Werte, die nach oben oder unten gehen, sind für Sportler normalerweise, hey, super, es geht nach oben. Außer es ist die Herzfrequenz, aber... Also beim Sportler ist es relativ einfach erklärt, deswegen, oder beziehungsweise würde ich mich mal nur auf den Sportler auch beziehen. Was ist Glukose? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Jeder kennt sie, aber keiner weiß ganz genau, was es doch ist. Eigentlich ist für uns unser täglicher Treibstoff, das heißt unser Körper... arbeitet hauptsächlich über die Kohlenhydrate, welche dann im Prinzip Glukose werden. Das heißt, wir haben drei Arten an Kohlenhydraten. Das ist sozusagen der Einfachzucker, die Fructose oder halt auch dieser Haushaltszucker, der typische. Dann haben wir kurzkettige Kohlenhydrate und langkettige Kohlenhydrate. Und die werden halt im Prinzip im Körper jedes Mal aufgespalten zum Endprodukt Glukose oder Glykogen, wenn es gespeichert wird. Und damit arbeitet unser Körper und baut uns die Energie auf. Brauche ich das immer oder ist es nur für intensive Dinge? Weil man hört ja immer vom Zuckerkreislauf beziehungsweise vom Fettstoffkreislauf. Oder ist es im Endeffekt dann egal, ist nur die Dichte unterschiedlich? Also die Energiedichte. Letztendlich ist immer das gleiche Produkt, das vom Körper verstoffwechselt wird. Also es geht im Prinzip immer auf Glukose raus. Egal, ob das jetzt über einen Fettstoffwechsel hergestellt wird oder eben über die Kohlenhydrate kommt. Das ist nur ein Unterschied. Kohlenhydrate habe ich im Prinzip schneller meine Leistung da. Über die Fette brauche ich ein bisschen länger. Und der Körper muss ein bisschen mehr dafür tun, damit er da die Energie rauszieht. Okay, und jetzt habe ich dieses Teil da, das muss ich mir dann ja auch irgendwie, das muss ich das irgendwie messen. Also das muss ich mir sich reinstechen. Ich muss ehrlich sagen, wie ich das erste Mal versucht habe, drauf zu tun. Angst ist vielleicht ein großes Wort, aber ich hatte durchaus Respekt, dass ich mir da jetzt was in die Haut rammen muss. Ist irgendwie ich fand das ein komisches Gefühl. Also ich habe auch, als ich es das erste Mal vor mir hatte, musste ich es natürlich ganz genau anschauen und habe mich erstmal gewundert, wie denn das ganze Teil funktioniert. Also Funktionsweise war klar, man zieht den Sensor auf im Prinzip in den Applikator rein und dann setzt man auf den Arm auf und drückt ab und dann soll das alles so funktionieren. Wie interessiert ich aber war, habe ich natürlich diese Nadel mal anschauen müssen und habe ihn dann erstmal wieder auf die Seite gelegt und habe gesagt, ich warte jetzt mal noch 5 Minuten, bevor ich mir einen Arm steche. Aber tatsächlich spürt man es gar nicht. Prinzipiell ist so, das System besteht aus zwei Teilen, aus dem Applikator und aus dem Sensor. Die baut man zusammen, das ist selbsterklärend, setzt das Ganze am Trizeps, wo noch ein bisschen mehr Fettgewebe ist, an und drückt einfach ab. Und ich denke, euch geht es genauso. Man hat es wahrscheinlich kaum bis gar nicht gespürt. Ist es egal, wo man es im Endeffekt hin tut? Also für mich war der Ort, wo man das Ding platziert,
insofern logisch, weil man gedacht hat, okay, das ist wahrscheinlich der Ort, wo du im Alltag am wenigsten Irritationen hast, weil am Oberschenkel ist zwar lustig, aber jedes Mal, wenn du die Jeans anziehst, dann reißt du das Ding wieder runter. Das heißt, auf der Rückseite vom Oberarm wäre es halt, ich meine, dort passiert halt normales nichts den ganzen Tag. Ich weiß es nicht ganz genau, also ich müsste lügen, aber ich meine, er ist tatsächlich nur für den Oberarm zugelassen. Also ich hatte mal mit einem Diabetiker drüber, der gesagt hat, seiner hätte er im Oberschenkel, weil er ihm da einfach besser, weil es ihm da besser taugt, wäre aber nicht für den Oberschenkel zugelassen. Also das ist nur so, ich weiß es nicht genau, das ist so Hörensagen. Okay, aber vom Wert her müsste es eigentlich wurscht sein. Ist gleich im Prinzip, ja. Okay, was ich komisch gefunden habe, also immer den, ich habe natürlich das Ding auch angesehen, weil Techniker halt, was will man sagen. Und das mit dem, du rammst dir die Nadel rein und dann hast du diesen Faden, der drinnen bleibt halt, weil die Nadel kommt ja wieder raus. Und dann hast du diesen Bluetooth-Sensor und er funktioniert ja dann nach einer Stunde oder so, nachdem er zum Messen angefangen hat, und du diesem, außenherum hast du noch so einen komischen Schutzaufklebe-Dingsbums. Und mit NFC kannst du das Ganze ja auslesen. Was ich aber im Nachhinein, wenn man das ganze Ding angeschaut habe, ein bisschen zweifelhaft finde, ist, das ist ein Vollplastikbomber, der relativ groß ist, mit einer Wutzi-Wutzi-Batterie drinnen und relativ viel Technik, sage ich jetzt einmal, also mit irgendwie Schaltkreisen und so weiter. Und du nimmst es und nach 2 Wochen schmeißt das einfach weg. Dass diese Batterie nach 2 Wochen leer ist, kann man erstens keiner erzählen. Und zweitens, es gibt sowas wie Akkus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine bessere Lösung dafür gibt, wie nach 2 Wochen das Ganze drum wegzuschmeißen. Das finde ich, also das ist eine der Sachen, wo ich mir gedacht habe, eher uncool. Muss ich dir tatsächlich zustimmen? Bin ich aber auch noch nicht dahinter gestiegen, beziehungsweise hat es mir noch keiner beantworten können, warum das tatsächlich so ist. Die Sensoren kommen ja aus dem Diabetesbereich, also Abbott ist ja eigentlich der Hersteller der Glukosesensoren für die Diabetiker. Da braucht man dann keine Angst zu haben, weil eben das ist schon ein Medizinprodukt. Also Mensch, also die Leute, die das herstellen, sind jetzt nicht irgendwelche lustigen Sportler, die sich einmal am Stammtisch zusammengesetzt haben, sondern die haben das schon gelernt und das ist auch alles zugelassen und so. Genau, und er wird auch schon seit Jahren eingesetzt und es gibt auch, wenn ich es richtig weiß, schon wieder einen neueren, der kleiner ist und noch mehr Daten aufzeichnen kann. Aber meiner Meinung nach, oder soweit ich es weiß, tatsächlich auch wieder nur eine Laufzeit von 2 Wochen. Warum das so ist, ist wirklich eine gute Frage. Da werde ich mich tatsächlich mal dahinter klemmen. Vielleicht kriege ich mal eine Antwort. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Hygiene zu tun und Dauerapplikationen, dass man einfach den kompletten Sensor wegmacht und auf den anderen Arm aufsetzt, dass man einfach so die Haut ein bisschen entlastet. Also wenn ich mir anschaue, was bei mir beim Runternehmen auf der Haut war, ich habe da ja auch, wir können das Foto ja dann teilen, mag ja nur meine Haut sein, aber meine Haut hat das nur so halb gut vertragen. Also ist jetzt nicht schlimm und ich habe jetzt keine Verätzungen auf 1000 Jahre, aber man sieht halt, dass da 2 Wochen durchgehend was drauf war. Aber was ich halt schlimm finde oder was ich schwierig finde, ist, es gibt eine bessere Lösung und wenn es ist, nimm das Ding, haus in der Tüten, schick's zurück, wir recyceln's. Ja. Irgendwas. Weil auch dieses Ding zum Drauftun, es ist ja generell viel Plastik, was du da bekommst, für diesen kleinen Sensor, den du drauf tust, und du haust ja schon mal riesen viel Plastik weg, um dieses Ding überhaupt drauf zu kriegen. Was sicher alles Sinn macht, weil es nicht anders rauf geht. Bei Chibo und bei Nestle gibst du Kaffeekapseln zurück. Also wenn ich das recyceln kann, dann wäre ich wohl einen Biosensor auch recyceln können. Ja, aber es hat auch lange gedauert, bis man die Kapseln zurückgeben kann. Vielleicht ist das sozusagen der nächste Step dann, dass man die Sensoren dann auch wieder zurückgeben kann. Ja, das wäre hilfreich auf alle Fälle. Wenn man das Geld hat, Kona zu sponsern, dann hat man auch Geld dafür, sich um Recycling zu kümmern. Recycling, ja. Aber jetzt, also mir war eher das Problem, dass ich beim ersten Mal ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu zaghaft war. Und der Peter sagt zwar, dass die Stelle da oben irgendwie eine ist, die wenig Irritation hat. Aber mir ist, lustigerweise, habe ich dann auf meinen ersten Lauf gewartet und bin damit laufen gegangen und war dann gespannt. Meine Daten ziehen meinen Laufschritt aus und dann habe ich dieses Teil einfach irgendwie mit runtergerissen. Also ich finde, man muss da schon am Anfang aufpassen.
dass das dann, dass es gescheit pickt, weil man das auch nicht wieder drauf tun kann. Das ist, war auch was, was ich mir gedacht habe. Wenn das schon mal runtergeht, wird vielleicht auch, weil, weiß ich nicht, weil dann irgendwie das halt nicht mehr funktioniert, aber das fand ich dann doof, dass ich dann nach einem halben Tag das eigentlich schon wieder unten war. Ja, einmal drauf, man muss er halten, einmal ab, ist er kaputt, egal ob es nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten oder nach 14 Tagen ist. Das liegt halt einfach daran, dass man dieses Schnürchen oder das Stofffetzen, das in der Haut hängt, einfach nicht mehr reinkriegt, wenn er mal draußen ist, weil halt einfach die Nadel fehlt. Ich mache es zum Beispiel immer so, wenn ich einen Wechsel, mache ich es meistens abends vor dem Schlafengehen, dass ich ihn im Prinzip so eine Stunde vor dem Schlafengehen schön sauber mache, nach dem Duschen schön mit Alkohol sauber mache und dann im Prinzip neu reinhau, wenn man es mal so sagen will, weil so funktioniert es ja auch. Dann drücke ich noch ein bisschen mit der Hand drauf und klebe mir dann am Anfang jedes Mal den Performance-Patch drüber, damit ich einfach auch schon nachts den mechanischen Schutz habe und sonst was. Ich nutze nicht immer, muss ich sagen, den Performance-Patch, weil er hebt eigentlich auch so ganz gut, wenn man weiß, dass man einen dran hat und ein bisschen aufpasst. Einfach so die mechanische Belastung ist halt einfach, das kann er nicht. Scherkräfte sozusagen, wenn man halt irgendwo hängen bleibt, dann ist er gleich ab. Dafür ist halt einfach der Patch ganz gut. Das heißt, ich mache es immer abends. Und dann habe ich sozusagen die ganze Nacht, wo er nochmal ankleben kann, weil ich nicht schwitze, weil ich im Prinzip ruhig lieg. Und dann ist er am nächsten Morgen eigentlich bombenfest. Ja, das zweite Mal habe ich dann wirklich festgedrückt und da habe ich dann eher das Problem gehabt, dass ich relativ stark anziehen habe müssen, damit er wieder runtergeht. Also da ist er echt so gut gepickt, dass er dann fast gar nicht mehr runtergegangen wäre. Das war dann so die gegenteilige Erfahrung. Du kannst, glaube ich, diesen Performance-Patch, den habe ich müssen nach jeder Woche wechseln, weil dann hat er sich gelöst. Ja. Aber das ist ja im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie ein Kinesio-Tape vom Material, Feeling her. Ja. Also vom Material. Also im Zweifelsfall ein Kreuz mit dem Kinesio-Tape drüber und gut ist. Das kann man genauso machen. Ja. Also ich kenne einen Diabetiker, der schwimmt bei uns im Schwimmbad. Der hat im Prinzip immer Tape oder Kinesio-Tape drumherum geklebt, damit er einfach hebt. Der Patch ist zwar schön, macht, weil er halt einfach so die Aussparung in der Mitte hat und auch die mechanische Belastung dadurch, dass er nicht klebt, abnimmt. Aber theoretisch wird es natürlich auch irgendein Klebeband tun. Aber jetzt habe ich dieses Teil da irgendwie bekommen. Ich habe das an meine Haut geklatscht. Dann braucht das ja eine Stunde, bis das quasi aufwärmt. Was auch immer er da aufwärmt. Weiß auch nicht genau. Und dann zeichnet er auf. Und mein erstes Ding war so, da gibt es eine App dazu, das funktioniert eigentlich, hat dann eigentlich problemlos verbunden. Und jetzt kriege ich da dann Werte. Und mein erster Gedanke war so, und was mache ich jetzt? Das ist genau das Interessante, was man eben lernen muss. Ich bin meiner Meinung nach, ich glaube, seit Anfang des Jahres bei Super Sapiens dabei und eben als Ambassador. Und habe tatsächlich mal 3 Monate gebraucht, bis ich erstmal das System verstanden habe. Also, oder nicht das System, das ist relativ einfach erklärt, weil entweder esse ich was, dann geht der Spiegel nach oben oder ich esse eben nichts und er geht nach unten. Aber welches Lebensmittel wie wirkt, habe ich tatsächlich so um die 3 Monate gebraucht, um mich selber mal zu verstehen. Das heißt, so Apfelschorle wirkt so, der Donut wirkt so, eine Cola wirkt so, das Wasser wirkt gar nicht, was gut ist. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Da habe ich auch gleich eine Frage dazu. Und zwar, gibt es irgendeine Möglichkeit in der App, das nicht per Hand alles einzugeben? Weil es gibt ja irgendwie 4 Millionen Essens-Tracker-Apps, was nicht, wie sie alle heißen, Yasio und Tralala, wo du einen QR-Code-Scanner hast. Du gehst auf das Ding drauf, scannst es und sagst, oh, davon habe ich jetzt da 400 Gramm oder davon habe ich jetzt 1,5 Liter und der berechnet da den Rest. Noch nicht. Soweit ich weiß, ist es aber auch in den Köpfen der Entwickler drin, das mit einfließen zu lassen. Mhm. Also ich bin jetzt schon mal froh, dass von der Apple Health Integration über die Garmin Integration oder die Trainingspeaks Integration jetzt zumindest mal die 3 Sachen schon drin sind, dass die Sportarten zumindest mal direkt übernommen werden. Ich glaube einfach, dass es eine Kostensache ist, weil jede Schnittstelle zu irgendeinem anderen App-Hersteller kostet wahrscheinlich Geld und das wird, denke ich, meiner Meinung nach aktuell das Problem sein. Ich denke, technisch ist das umsetzbar. Ja, wenn es an der Pharmaindustrie sind, dann können sie den anderen einfach aufkaufen, fertig.
Und sie haben es gleich, ja. Also von daher, mein Go hätten sie auf jeden Fall, weil es wäre einfacher, dann hätten wir alles zusammen. Eben, weil ich habe meine Nahrung nicht aufgezeichnet, einfach deshalb, weil es mir zu mühsam war. Es war mir auch zu doof, dass ich jetzt bei jeder Nuss und bei jedem irgendwas hergehe und das jetzt abwiegen muss und dann schauen muss, was war das genau und wie viele Inhaltsstoffe hiervon und davon und tralala sind da drinnen. Ich hatte ja das Problem, dass ich dann ambitioniert war. Also ich habe mal 2, 3 Tage das Teil laufen lassen. Dann habe ich gedacht, jetzt fange ich einmal an, das irgendwie rudimentär zu verstehen und track halt so ungefähr mit, was ich esse. Aber ich habe dann ehrlich immer darauf vergessen. Also ich denke dann halt auch nicht, da sitzt dann in der Arbeit, isst irgendwas und 3 Stunden später denkst du, verdammt, das habe ich vergessen, das einzutragen. Warte, wann habe ich das gegessen? Und dann haben wir gedacht, naja, die Kurve geht irgendwie rauf und die Kurve geht irgendwie runter, da dürfte ich halt schon irgendwie was gegessen haben. Und das war dann irgendwie so, ja. Habe ich dann auch nicht. Also ich habe, so genau habe ich es nie gemacht, dass ich wirklich die kompletten Inhaltsstoffe aufgeschrieben habe. Ich habe es mir so am Anfang mal überlegt, aber prinzipiell war mir es dann egal, weil ich gesagt habe, entweder esse ich jetzt irgendwie ein Brot mit Käse drauf oder ich esse einen Joghurt oder ich trinke eine Cola oder ich trinke einen Kaffee. Für mich war es wichtig, das Hauptnahrungsmittel irgendwie rauszufiltern. Also esse ich jetzt mittags Kuchen. Kuchen ist immer das Gleiche gewesen. Egal, ob das jetzt eine Sachertorte, Linzertorte oder ein Apfelkuchen war. Okay. Ist Kuchen für mich Kuchen gewesen. Obwohl natürlich der eine, glaube ich, ein bisschen mehr Zucker enthält als der andere. Aber der Ausschlag sollte tendenziell gleich gewesen sein. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, ich mache es jetzt mal so in der Grobeinteilung und sage einfach, ich esse nichts vor dem Training und habe dann im Prinzip nach dem Training tatsächlich immer wieder was Neues probiert. Einmal eine Apfelschorle, einmal eine Cola, einmal nix, einmal eine Buttermilch mit Früchten und habe dann im Prinzip so über Wochen und Monate meinen Körper selber kennengelernt und habe dadurch gelernt, was für mich am besten ist. Okay, also quasi quasi kurzfristige Ausschlussdiät mit Beobachtung des Glukoselevels. Also so kann man sagen, ja. Also eigentlich, ja. Und hast du auch, also, weil es mir jetzt gerade einfällt, auch während dem Wettkampf das probiert, dass du gesagt hast, oh, jetzt probiere ich mal dieses Gel und jetzt nehme ich mal ein anderes Gel und schau, was passiert? Dafür gab es zu wenig Wettkämpfe in letzter Zeit. Ich habe 2 Wettkämpfe hatte ich mir vorgenommen, meine Ernährungsstrategie ein bisschen zu ändern und anzupassen. Aber nicht mit anderen Nahrungsmitteln, sondern mit dem gleichen Nahrungsmittel nur angepasst. Also ich habe das Ganze im Allgäu-Triathlon habe ich mir ein Ziel gesetzt, alle halbe Stunde was zuzuführen und habe gemerkt, dass ich am Ende vom Radfahren ein bisschen abgefallen bin. Und habe dann gesagt, eine Woche später, wäre ich in Zell am See am Start gewesen, wo ich dann doch nicht gestartet bin, weil einfach das Wetter zu schlecht war und ich gesagt habe, nee, ich mache dann doch lieber was mit meiner Familie. Und wollte in dem Wettkampf im Prinzip testen, nicht alle 30 Minuten, sondern alle 25 Minuten was zuzuführen. Und hätte dann einfach mal verglichen, wie es tatsächlich ist, ob die Kurve im Prinzip besser gewesen wäre oder nicht. Ist ein bisschen schade, dass ich nicht gestartet bin, weil ich einfach die Werte nicht habe, aber von daher wird es nächstes Jahr noch den einen oder anderen Wettkampf geben, wo ich das probieren kann. Ja, ne, ich habe auch gesehen, der Jan Frodeno benutzt das ja auch, oder? Kann das ja sein? Und ich habe nämlich letztens auch ein Video von Philipp Flieger gesehen für seinen Berlin-Marathon. Der hat da auch herumgetan mit Sapiens. Es sind jetzt da relativ viele, die das, glaube ich, damit zumindest herumspielen, testen. Also vom Kipchoge über die Bix, über die Julia Meyer. Ich habe auch in Rote vom Standard, der das jetzt, glaube ich, testet. Also ich glaube, das ist da, viele probieren es jetzt mal aus und schauen, ob das in ihren Trainingsalltag hineinpasst oder nicht. Aber es sind sehr viele, ja, tatsächlich. Aber ich sage mal ein bisschen provokant. Ich meine, ich habe es dann auch, wir haben es 4 Wochen getragen. Der Offenheitshaber, wir haben das auch zugeschickt bekommen. Das heißt, wir haben jetzt nichts dafür gezahlt. Aber jetzt so wie du sagst, mit den Wettkämpfen. Also ich bräuchte ja jetzt das Teil nicht zwingend dafür, dass ich mir mal überlege, 30 Minuten. Ich esse alle 30 Minuten, schaue, wie es mir einfach geht. Schaue, wie meine, beim Radl, wie meine Wattwerte sind und wie meine Herzfrequenz ist. Also,
was bringt mir das zusätzlich zu dem, was nicht eh schon gibt, in meinem eigenen Körpergefühl? Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Also zum einen hat man natürlich sein Körpergefühl. Wenn man was zu sich führt, dann geht es einem wahrscheinlich auch gut oder auch nicht gut. Das, glaube ich, spürt man, wenn man Langsport macht, gut. Aber um einfach das Ganze ein bisschen individueller gestalten zu können, beziehungsweise professioneller gestalten zu können, hat man dann einfach die Werte. Ich meine jetzt auch einfach mal zu sagen, dass ich meinen Körper ganz gut kenne und weiß, wann es mir gut geht und wann es mir nicht gut geht. Ich habe aber tatsächlich Erfahrungen jetzt gemacht mit dem System, wo ich gemerkt habe, dass ich, obwohl ich gesagt habe, ich bräuchte jetzt Energie, Energie zugeführt habe und danach nochmal gedacht habe, nee, es langt mir nicht, und habe nochmal Energie zugeführt, und tatsächlich ist genau das Gegenteil passiert. Also ich hatte effektiv das Gefühl, ich brauche Energie, habe was zugeführt, dadurch ist mein Glukosespiegel nach oben gegangen, habe dann nochmal was zugeführt, ist dann noch weiter hochgegangen und ist dann schlagartig nach unten abgefallen. Und wenn man das jetzt in einem Wert mal auch widerspiegelt, als ich gedacht habe, ich bräuchte Energie, hatte ich immer noch ein Glukoselevel von 110, und 110 ist bei mir eigentlich ein idealer Wert. Das heißt, mein Körpergefühl hat mich einfach getäuscht, und hätte ich gewusst, dass ich 110 gehabt hätte, hätte ich nichts zugeführt. Da hätte ich einfach gesagt, jetzt mach's mal weiter und guck mal, wie es dir geht. So habe ich genau das Gegenteil erreicht, dass ich im Prinzip 15 Minuten später oder 20 Minuten später auf einem Niveau war von 60, weil ich so viel Insulin ausgeschüttet habe, dass sofort alles in den Keller gegangen ist. Das ist vielleicht ein guter Punkt nachzufragen. Was genau, also der Glukosewert ist einfach, was jetzt gerade an aktuellem Brennstoff da ist, wenn ich es jetzt einmal ganz vereinfache, oder? Einfach gesagt, ja. Und wenn ich jetzt da irgendetwas mir hineinstopfe, was auch immer das ist, also Essen, Trinken, Drogen, keine Ahnung, wurscht, irgendwas, dann verändert sich dieser Wert nach oben oder nach unten. Normales beim Essen, vor allem wenn es zuckerhaltig ist oder so, geht es halt nach oben. Relativ flott wahrscheinlich, und bei anderen Lebensmitteln langsamer. Und ich habe irgendeine Schwankung, und soweit ich das verstanden habe, je langsamer diese Schwankung vonstatten geht, desto gut, weil desto weniger anstrengend ist es fürs System an sich. Woher weiß ich mal grundsätzlich, was mein Grundwert ist? Also wann schaue ich, dass ich sage, ich fühle mich gut bei, was nicht, ich glaube 100, also gemessen wird das Ganze in Milligramm pro Deziliter, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja. Und ist es jetzt so toll, wenn 70, 100, 200 dort steht? Also 200 ist die Obergrenze von dem Messwert, das weiß ich mittlerweile. Aber woher weiß ich das, und was sagt mir das Ding überhaupt? Ja, das ist jetzt die Masterfrage, die du gestellt hast, die dir wahrscheinlich keiner beantworten kann. Medizinisch sagt man ja, ist man so zwischen 80 und 120, ist so dieser normale Pegel oder normale Level, den man im Prinzip immer hat, ohne Sport, ohne alles, wo er sich im Prinzip immer drin bewegt. Ich habe lange mit rumprobiert, und das ist im Prinzip, kommen wir immer wieder auf den gleichen Tenor, man muss alles ausprobieren und für sich selber seine Werte rauskriegen. Das ist nicht einfach, gerade wenn man allein ist und sich da nicht so gut auskennt. Aber man muss jede Woche im Prinzip die gleiche Trainingseinheit machen, mit einem anderen Glukoselevel, und dann eben rausfinden, welcher ist der beste für einen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich so zwischen 105 und 110 meine beste Leistung abrufen kann. Und dann einfach nicht müde werde. Ich habe aber auch das Gegenteil ausprobiert. Also ich habe versucht, immer ganz viel reinzuschießen und dann im Prinzip irgendwie bei 160 rumzutängeln, was für eine Dauerleistung nicht gut war bei mir. Also es hat einfach nicht funktioniert, da war zu viel da. Oder wenn man nichts zuführt, ein langer Nüchternlauf oder irgendwas, und man eiert dann bei 70 rum, ist auch nicht gut, weil man dann einfach merkt, es geht bergab. Ich habe das Ganze so weit betrieben, dass ich mich mal auf
ich meine, 55 oder 50 runtergeschossen habe, dann merkt man tatsächlich auch so neurologische Ausfälle. Also man sieht plötzlich verschwommen, man sieht schlechter, es wird einem schwindelig. Ist nicht empfehlenswert, aber man muss es ja auch mal testen. Also wenn ich jetzt bei euch im Podcast sprechen darf, dann sollte ich vielleicht auch die Erfahrung mal gemacht haben. Und deswegen habe ich da ganz viel rumgespielt. Und man muss einfach rumspielen. Also das ist einfach so die Kernaussage. Man kann sich jemand suchen, der davon Ahnung hat und sich ein bisschen beraten lassen. Super Sapiens hat mal vor, so Berater im Prinzip einzustellen oder irgendwie anzubieten. Deutschlandweit könnt ihr mich ansprechen, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, weil auf Englisch ist das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger zum Umsetzen. Aber es ist einfach viel probieren, viel testen und nochmal probieren. Okay, weil also wenn ich jetzt nur durch meine Dinge durchscroll, also ich habe nicht verstanden genau, wie gesagt, was mein Grundtenor wäre. Aber da sind, also ich habe da Werte, da 55 ist ganz unten auf der Skala und das Ding fällt immer wieder mal unten raus. Jetzt, wenn ich jetzt höre, dass bei dir bei 55 neurologische Ausfälle waren, du bist einfach halt irgendwie ein Freak oder so. Gut, so weit wussten wir es schon. Aber ich habe auch so Dinge drinnen wie, ich bin irgendwie durchschnittlich auf, weiß nicht, was sind das da, so 90 werden das sein, dann schnallst das Ganze auf 180 hoch, irgendwie 10 Minuten später auf 55 runter, dann wieder auf 180 hoch und das geht dann über 2 Stunden so. Was führst du auf, bitte? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Nein, ich muss sagen, bei mir war es eigentlich... Das klingt aber alles nicht so gut, wenn das eigentlich relativ flach sein soll. Nein, es gibt ja diesen Bereich, da steht zumindest bei mir Zielbereich der Glucose für die Erholungsphase. Und wenn ich jetzt nichts gegessen habe, war der meistens da eigentlich relativ konstant da drinnen irgendwie so herumgedengelt. Mhm. Das Ziel, ja. Also wenn man nichts isst, sollte konstant eigentlich relativ eine gerade Linie bilden. Ja, so gerade wie ein Sechsjähriger das zeichnen würde, sagen wir mal, aber sagen wir mal gerade, ja. Ja, so gerade. Also es gibt nie eine gerade Linie. Der Körper ist einfach ein Phänomen und muss ja immer dagegen steuern und zusteuern. Also das ist ja immer... Der arbeitet ja immer, um das zu halten. Also von daher gibt es nicht, du bist jetzt bei 80 und bleibst bei 80, sondern das schwankt dann natürlich immer hoch und runter. Aber das sollte im Prinzip, wenn man nichts isst und nichts zuführt und keinen Sport macht und sich nicht bewegt, sollte es im Prinzip eine gerade Linie sein. Mhm. Ja, bei mir ist es, man sieht es natürlich in der Nacht, wenn du jetzt, weiß ich nicht, von Mitternacht bis 8 in der Früh oder von 10 bis 6 oder was auch immer, da isst du ja selten was, außer du stehst in der Nacht auf und isst dann Schokopudding. Aber normalerweise isst man dort nichts und dann hat man eine relativ, ist das dann quasi deine Baseline, von der du ausgehst, oder ist das dann wieder was anderes, weil du ja schläfst? Auch wieder von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich habe verschiedene Athleten und Personen, die ich betreue. Bei den einen ist so, da ist es nachts im Prinzip durchgehend, die gehen ins Bett mit, ich sage jetzt mal 120, dann geht er runter auf 85, bleibt die Nacht auf der Linie und wenn sie morgens aufstehen, dann geht er wieder hoch. Ich habe aber auch genau das Gegenteil, bei denen im Prinzip, sie gehen ins Bett und 3 Stunden später geht der Peak nach oben auf 180, dann senkt er sich wieder, dann geht er wieder hoch und senkt sich wieder. Und da schlafen sie? Die schlafen, ja. Also alle schlafen. Alleine, ohne irgend fremd, ohne Essen, ohne Trinken, oh ja. Ohne Infusion, die schlafen. Kommst du das kontrollieren? Ich sehe das immer. Ich sitze dann immer nebendran und schaue mir das an. Das ist der andere Sensor. Das ist Trainer mit ganz persönlicher Betreuung, ich verstehe. Sozusagen. Trainingssteuerung 24/7. Jetzt aber das Gros, wo ich eigentlich raus will, also das nach oben, ist aktuell da gar nicht so dramatisch, weil die merken davon nichts. Okay. Aber es gibt genau das Gegenteil. Das heißt, die gehen ins Bett irgendwie regelmäßig so zwischen 10 und 11 und wachen jedes Mal zwischen 2 und 3 Uhr auf. Das war die Aussage. Dann haben wir im Prinzip das mit dem Sensor getestet und immer zwischen 2 und 3 Uhr geht der Zucker Richtung 50 runter.
Und dadurch wachen sie halt auf, dann gehen sie, was weiß ich, machen Pipi, stehen auf, ist gerade egal, machen irgendwas. Durch die Bewegung geht er wieder hoch in normalen Level. Und dann schlafen sie wieder ein und schlafen durch bis morgens. Aber es ist immer das Gleiche und immer um die gleiche Uhrzeit. Und jetzt sind wir da gerade dabei, die Ernährung am Abend umzustellen und zu gucken, dass man das rauskriegt. Ah, ja, das kann ich nur bestätigen. Aber bei mir weiß ich es, also, dass die Zahlen bestätigen das, was ich getestet habe, mit mir selber halt. Wenn du, bevor du schlafen gehst, eine ganze Tafel Schoko isst, dann stehst du um 3 Uhr morgens auf, weil du schon wieder was Süßes essen willst, aber das ist halt dann, weil einfach der Level komplett in den Keller rasselt oder ähnliches. Das wäre das eine, ja. Also das ist die Möglichkeit, das ist auch bei beiden, wo ich jetzt im Prinzip dran bin, nicht der Fall. Also nein, ich habe wirklich bei mir getestet, mit was esse ich und trinke ich am Abend, und wenn es halt was sehr Pushendes oder Zuckerhaltiges ist, dann kann ich mir sicher sein, dass ich um 2 oder 3 Uhr morgens wirklich wieder auf der Matte stehe, aufs Klo gehe und was esse. Und dann gibt es den Schokopudding oder das Eis. Dann weiß schon mal, was für dich nicht gut ist am Abend. Was mich irgendwie am meisten überrascht hat, war, wie stark der bei mir Tee ausgeschlagen hat. Also ich trinke in der Arbeit meistens halt irgend so eine Teekanne Tee oder so irgendwas. Oder oft. Und da war ich dann verwundert, weil ich dann, also bei mir war es eigentlich relativ konstant und ich habe dann immer relativ klar gesehen, wo ich gegessen habe, also Mittagessen oder so irgendwas. Und ich habe mich dann gewundert, wo ich am Nachmittag so Hacker hatte. Dann bin ich draufgekommen, dass ich da Tee getrunken habe. Welchen Tee trinkst du da? Den ich gerade finde. Also irgendein, jetzt nicht schwarz-grün, Kräuter, Früchte, irgendwas. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Es kann, also, du trinkst irgendein. Ich kann aber auch Schwarztee gewesen sein. Ich nehme einfach aus der gerade da ist. Okay, damit ich es richtig verstehe, also nochmal zurück, ich bin da jetzt dann echt nicht der Schnellste wahrscheinlich, aber du hast Glucose ist dein Treibstoff und wenn der da ist, dann machst du damit Dinge. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel jetzt ein anstrengendes Meeting habe oder wenn ich jetzt Sport treibe oder irgendwas, dann denkt sich mein Körper, oh, stressige Situation, da müssen wir mal ordentlich reinballern und dann geht der Glukosewert nach oben und dann ist das eigentlich, wäre die natürliche Reaktion, dass er weiter oben ist, dann bin ich in dem Performance-Bereich oder dann bin ich halt aktiv. Und wenn entweder der Brennstoff aus ist oder irgendwas oder die Situation vorbei ist, dann fällt es halt wieder ab und das macht das Insulin, richtig? So richtig, genau. Also du kannst deinen Körper im Prinzip sagen, er hat Stress oder er hat keinen Stress. Und dadurch arbeitet dein Körper. Also man kann das, wenn man das jetzt für den Sportler umlegen möchte, gibt es auch ganz schöne Beispiele, habe ich bei mir selber auch getestet. Im Prinzip nüchtern Intervalle gelaufen. Tausender Intervalle, damit man auch ein bisschen Zeit hat, dass man sich anpassen kann. Und dann geht es im Prinzip immer von einem Level nach oben. Das heißt, bei mir war mein Grundlevel 100. Tausender Intervall gelaufen, ist der Glukosespiegel auf 150, 160 hochgegangen. In der Pause ist er wieder runter auf 100. Im Intervall ist er wieder auf 150, 160, wieder runter. Und im vierten Intervall im Prinzip, weil ich nichts zugeführt habe, ist er nur noch auf 140 hoch und ist dann in der Pause auf 80 runter. Im nächsten Intervall ist er nur noch auf 120 hoch und ist dann wieder auf 80 runter. Das heißt für mich sozusagen, ich hätte im Prinzip nach dem dritten Intervall was zuführen müssen. Aber das ist das Gleiche wie jetzt Meeting, Stress. Ich streng meinen Körper auch im Kopf an. Dadurch schüttet mein Körper einfach Glucose aus oder wandelt Glykogen in Glucose um, damit er einfach leistungsfähig ist. Das heißt aber grundsätzlich, wenn ich jetzt, konnte mir das immer nur nachher anschauen. Aber man muss dann quasi wissen, quasi, was bin ich da ungefähr gelaufen und, wie hat sich das sieht man dann, wie sich quasi ausgewirkt, weil, lustigerweise bei mir, ich versuche da gerade irgendwie ein Beispiel zu finden, bei mir meine ich, dass er relativ oft die Tendenz angesagt hat, dass das irgendwie fallend war. Also das bei mir auch, also offenbar, was jetzt das Beobachtung bei mir zumindest sagen kann, ist, mein Glucose-Level reagiert sehr stark auf
zum Beispiel Besprechungen oder ähnliches oder irgendwie einen stressigen Anruf, da knallt es mal schnell nach oben. Hast du es jetzt noch an? Ist das jetzt auch noch ein stressiger Anruf oder ist das Vergnügen? Beides. Und das ist bei mir jetzt nicht ganz so arg, aber ich habe das Ganze ja getestet als erstes Mal bei einem 5-Kilometer-Lauf und das war natürlich vorher ein Gel reinpfeifen, bevor der Startschuss überhaupt war und dann volle Kanne auf Anschlag laufen und da ist mir das Ding irgendwie, der Glucose-Level direkt beim Start oder kurz davor auf über 200 hochgegangen, also außerhalb vom Messbereich und dort ist er dann auch geblieben bis Ende der Leistung quasi, war ich niemals im Messbereich und dann ist er halt abgefallen. Im Vergleich dazu bei langen Dingen, was ich jetzt da Marathon oder wie wir Linzkogel gemacht haben oder was auch immer, war ich immer so mittel irgendwie unterwegs, einfach weil es offenbar für meinen Körper kein wie nennt man das jetzt da, kein überraschender Stress war. Also kein jetzt da Vollgas. Also den 5-Kilometer-Lauf, den kann ich dir, glaube ich, ganz gut erklären. Mhm. Aber da bist du auch ein Phänomen, würde ich sagen. Also im Normalfall ist es so, wenn du dir vorm Start stark Glukosehaltiges zu dir führst, dann geht normalerweise natürlich der Peak nach oben. Und wenn du dann nicht schnell genug losrennst, also wenn du es zu früh machst, kann es natürlich sein, dass genau das Gegenteil passiert und er fährt erstmal in den Keller, bevor du losrennst. Mhm. Bei dir muss das vom Abstand her gestimmt haben. Dass du es im Prinzip zugeführt hast, losgerannt bist und direkt die Energie gebraucht hast und dadurch war er oben. Warum er jetzt so weit hochgeht, das ist klar von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Normal ist es nicht und normal wäre es ganz gut, wenn er unter 200 bleibt, zumindest dauerhaft nicht über 200 geht. Wie gesagt, ich war auch sehr irritiert. Es war der erste Tag, quasi, wo ich das Ding genutzt habe, probiere das aus und das Ding sagt mir so, oh, du bist außerhalb des Messbereichs. Und ich so, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt weiter probieren will. Also du hattest auf jeden Fall genug Energie an dem Tag und bist zumindest mal gut gelaufen und bist nicht in ein schwarzes Loch gefallen. Also das war okay. Die anderen Daten von dir habe ich ja im Prinzip auch vorliegen. Und da sieht man halt einfach, du bist relativ weit unten in der ganzen Zeit. Warum das so ist, ist wieder genau das Gleiche. Das müsste man einfach probieren und sagen, man testet mal vielleicht ein anderes Gel, eine andere Ernährung. Vielleicht sollte ich einfach schneller laufen. Ja, Peter, einfach mal schneller starten. Du startest nicht immer so langsam. Einfach mal schneller starten. Das kann natürlich auch sein. Also es kann sein, dass du einfach vom Kopf her sozusagen am Limit bist, aber körperlich nicht. Das ist so die einfache Erklärung dazu, dass du einfach denkst, es geht nicht mehr, du willst nicht mehr, dein Körper könnte aber viel mehr. Oder die Energie, die du zuführst, die kommt halt einfach nicht an. Du, das Peter, sind jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest einfach noch viel, viel mehr, willst aber nicht. Das ist so anstrengend. Das ist ja so anstrengend. Dann haben wir das Problem gefunden. Wobei, ich sehe tatsächlich den Unterschied zwischen dem Lindkogel jetzt zum Beispiel, wo ja die Vorgabe auch war, nicht all out zu gehen, ist mein Level um einiges niedriger. Da ist er, glaube ich, bei, muss jetzt da schauen, was ist das, 100? Na, 80 bis 89 war eigentlich die ganze Zeit, was er quasi auch beim Schlafen ist. Und beim Marathon in Linz ist es so auf, naja, 100, 110, 119, also irgendwo so in der Grenze, irgendwo zwischen 100 und 120, was halt schon ein Stück weiter oben ist. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt da toll ist oder ob 140 besser wäre, aber zumindest für mich sagt es irgendwie, da habe ich mehr gefordert quasi auch von meinem Körper. Ja, wirkt so. Ich habe leider keinen Wettkampf gehabt, wo ich das irgendwie hätte. Linkkugel? Hast das du nicht umgehabt? Nein, da war das Monat schon vorbei. Ich muss auch sagen, was mir auch aufgefallen ist, dass ich relativ oft dann irgendwelche Lücken drinnen hatte. Richtig, das ist auch eine Frage. Manchmal sind Lücken und die kannst du nicht auffüllen, aus Gründen. Du konntest sie dann draufkicken und dann haltest du es hin und dann sagt er dir, ja,
passt, ich habe Daten gelesen, die Lücke war noch immer da. Am zweiten und dritten Mal war es mir dann oft zu blöd und dann macht, okay, dann macht er halt eine verdammte Lücke hin. Habe ich auch schon gemerkt, es ist tatsächlich so, wenn du über einen Tag verteilt mehrere Lücken einbaust, weil dein Handy einfach nicht da ist oder du hast halt einfach nicht dabei und dann hast du irgendwie morgens zwischen 8 und 9 eine und dann hast du nochmal eine zwischen 12 und 1 und nochmal eine zwischen 2 und 3, dann baut er dir meist nur die letzte Lücke auf. Die haben jetzt aber aktuell ein neues Update auch wieder eingespielt, wo es nochmal ein paar neue Features gibt. Jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt, dass er die vorletzte Lücke auch noch mit auffüllt, aber irgendwann ist halt auch die Speicherkapazität zu Ende. Also ist man mal über die 8 Stunden raus, glaube ich, die er speichern kann. Dann füllt er dir die Lücke natürlich auch nicht mehr auf, weil er keine Daten mehr hat, weil sie überschrieben werden. Ja, aber eigentlich, das sollte, also die Speicherkapazität bei schreib an Wert alle x Minuten hin, sollte es dann nicht das große Thema sein, also, glaube ich, hoffe ich. Kleines Ding. Also ich glaube nicht, dass es das Problem ist, ja. Warum das so ist, wie gesagt, technisch bin ich da nicht ganz so weit drin. Leider, mich würde es interessieren. Ja. Ja, aber vielleicht kriegen wir da ja auch noch Rückmeldung, also können wir da die Fragen ja auch noch beantwortet kriegen von Super Sapiens selber. Ja. Und wir haben uns ja rein grundsätzlich überlegt, dass wir noch eine zweite Folge aufnehmen, in der wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen und dann vielleicht da gewisse Werte nochmal etwas genauer erklären. Wenn ich aber trotzdem jetzt mal ich bin Zuhörer und denke mir irgendwie, naja, das klingt interessant, weil ich kann dadurch irgendwie an meiner Ernährung feilen und kann dadurch ja im Wettkampf irgendwie besser werden. Oder wenn ich mir denke, hey, wenn das Jan Frodeno hat, will ich das auch, weil ich habe alles, was Jan Frodeno hat. Soll es auch geben. Warum auch nicht? Oder Philipp Flieger. Ich meine, wenn ich alles habe, was Philipp Flieger hat, dann bin ich genauso schnell wie er. Ich weiß es nicht. Wie komme ich zu dem? Und ich meine, man muss ja grundsätzlich sagen, das ist ja auch nicht billig, oder? Also es ist auf jeden Fall kein Schnäppchen. Das ist tatsächlich auch meine Überlegung gewesen am Anfang, ob ich das testen möchte oder nicht testen möchte. Und ich habe mich halt einfach dazu entschieden, das Geld am Anfang zu investieren, hatte dann das Glück, nachdem ich investiert habe, dass ich eben als Ambassador genommen wurde und dadurch das Ganze im Prinzip mir verdienen kann und sozusagen diese 150 Euro im Monat spare. Ich finde, es ist definitiv ein Mehrwert. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Also ich sage jetzt, derjenige, der aus Spaß an der Freude läuft, für den ist das System super, wenn er einfach seinen Körper besser kennenlernen will, wenn er einfach wissen will, wie funktioniert mein Körper, was mache ich damit, und dann finde ich, ist nicht verkehrt, sich das System einfach mal zu gönnen, 2-3 Monate, dass man einfach mal weiß, wie funktioniert mein Körper, wie reagiert mein Körper, und dann im Prinzip umso ambitionierter man ist. Also wenn ich jetzt so die Hawaii-Quali will und ich scheitere irgendwie immer beim Laufen und mir fehlen dann immer 2 Minuten, 3 Minuten für den Quali-Platz, dann denke ich, man gibt so viel Geld im Triathlon aus, sage ich mal, auch im Laufsport ist jetzt nicht wenig, wenn man sich ein Vaporfly kauft für über 300 Euro, dann kann man sich vielleicht auch mal Glukosesensoren kaufen. Und beides hält ungefähr gleich lang, wenn man intensiv trainiert. Ich denke, wenn man jetzt mit den 300 Euro mal rechnet, dann hat man im Prinzip 2 Monate. Wenn man den Vaporfly gleichzeitig anzieht, dann ist wahrscheinlich der Sensor noch länger aktiv. Man hat einen längeren Benefit, weil ich einfach mehr rauskriege. Also irgendwann, wenn ich das jetzt 6 Monate getestet habe, dann habe ich meinen Körper verstanden, dann habe ich meine Wettkämpfe gemacht, dann habe ich meine Wettkampfernährung getestet, dann habe ich einfach auch einen Benefit auf Jahre gesehen oder auf Monate gesehen, dann kann man das immer mal wieder mit einfließen lassen. Aber du würdest das jetzt nicht während dem Wettkampf quasi nutzen, oder? Weil das ist, oder weil es gibt ja auch als Zubehör irgendwie so ein Armbandel, also irgendwie so wie so eine Fitbit-Uhr oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit einem anderen, auch mit anderen Uhren direkt kommuniziert, dass du quasi den Wert auf deiner Uhr sehen würdest, weil das wäre ja in einem Langdistanzwettkampf, weil, weiß ich nicht, auf 3000 Meter vielleicht schon, aber 3000 Meter wird es da nichts bringen, weil bis du da auf die Uhr geschaut hast, ist der Wettkampf vorbei. Aber jetzt, wenn du sagst, du machst dann Langdistanz-Triathlon und schaust während dem Radlfahren auf die Uhr und denkst, oh, mein Wert ist aber nicht dort, wo er hin sollte,
könnte ich ja gegensteuern. Definitiv. Also das wäre so ein Punkt für das zweite Gespräch hier zwischen uns drei. Es gibt seit, ich meine, einem Monat jetzt oder zwei Monaten das Energy Band von Super Sapiens, das direkt mit dem Sensor kommuniziert. Aktuell ist es noch so, dass man zwar eine Garmin-Integration hat, das Ganze auch auf seinen Garmin-Uhren anzeigen lassen kann über die Connect IQ-App, man aber immer sein Handy dabei haben muss. Das heißt, im Training ist es super. Im Training habe ich auch im Prinzip mein Handy dabei, schaue dann auf meine Uhr und sehe, fällt mein Level oder steigt er gerade oder wo ist er aktuell. Im Wettkampf natürlich nicht ganz praktikabel, weil ich halt einfach irgendwie beim Schwimmen definitiv mein Handy schon mal nicht dabei habe und eigentlich überhaupt nicht dabei haben sollte im Triathlon. Von daher, wenn man das Energy Band hat, was ich leider noch nicht habe, ich hoffe, ich kriege das demnächst, dann können wir uns da mal intensiv drüber unterhalten, weil ich da einfach meinen aktuellen Wert sehe. Ich sehe, fällt er oder steigt er, und ich kann im Prinzip meine Ernährung einfach tracken mit Doppeltap auf das Gerät oder mit Tastendruck und dann einfach sagen, jetzt habe ich mein Gel genommen, jetzt track ich es gleich, dass ich es genommen habe, und kann es danach auch auswerten. Und dann ist halt natürlich ein Riesen-Benefit im Wettkampf. Also von daher denke ich, sollte man das im Wettkampf nutzen können und auch weiter nutzen. Eine Frage, die ich hätte, ist, du hast gesagt, 2 bis 3 Monate, wenn man das ausprobiert, damit man sich ein bisschen kennenlernt. Nach 6 Monaten und hat man so ein bisschen, so für seine Wettkämpfe und für so ein bisschen seine Ernährung angepasst. Brauche ich das dann eigentlich, also außer jetzt das Armband, dass ich mich während dem Wettkampf track, aber brauche ich das danach dann eigentlich noch, wenn ich mich jetzt kenne, weiß, ich reagiere so und so auf die und die Produkte, ich habe mein Wettkampfding beieinander, brauche ich es dann noch? Also ich würde Jein antworten, also ganz klares Jein. Es ist schwierig, Ja oder Nein zu sagen in dem Fall, weil auch der Körper verändert sich natürlich. Das heißt, es kann sein, dass ich dieses Jahr auf das eine Gel super reagiere. Jetzt nutze ich das Gel 1 Jahr lang komplett und nächstes Jahr hat sich mein Körper adaptiert und das Gel wirkt einfach nicht mehr so, wie es vor einem Jahr gewirkt hat. Das heißt, ich würde es nicht dauerhaft, also wenn ich das jetzt mal 6 Monate, 8 Monate getestet habe, würde ich persönlich jetzt sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Pause, nutze das und teste es aber irgendwie ein halbes Jahr später, nutze ich es nochmal, um einfach nochmal zu kontrollieren, sind die Werte noch so, wie sie damals waren, oder ist es vielleicht ganz anders? Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass ich im Prinzip auf Getränk A vor einem halben Jahr anders reagiert habe wie jetzt. Also es gibt, deswegen gibt es ja, glaube ich, irgendwie mehrere Varianten. Also es gibt irgendwie diese 150-Euro-Variante alle Monate. Das heißt, du zahlst einfach jedes Monat 150 Euro kriegst dann immer diese Sensoren zugeschickt. Oder du sagst, ich möchte ein 10, 14, 18 Wochen Programm machen, wo ich einfach dann mehrere Sensoren habe. Also so der klassische, ich nenne es jetzt mal Marathon-Vorbereitungskit. Wenn du sagst, oh, ich habe jetzt ein 12-Wochen-Programm, dann fange ich halt ein paar Wochen vorher an und knall mir das rauf und probiere es dann bis zum Marathon oder bis zum Triathlon, was auch immer dann mein Ziel ist, und kann während der kompletten Trainingsphase das ausloten. Das Einzige, was wirklich, was für mich noch komisch ist, ist, auch wenn ich das Ganze über 18 Wochen mit mir selber spiele, also ohne dass mir irgendjemand hilft zu sagen, was denn die Werte sind oder was sie sollen und was jetzt ändern soll, es ist wirklich hart. Also du musst dich wirklich hineintigern, du musst schon ein bisschen ein Daten-Junkie sein, weil sonst denkst du, ja, das ist ein Wert, toll. Ich glaube, nicht nur der Datenjunkie, also ich glaube, man muss auch verstehen, was in welchem Nahrungsmittel enthalten ist. Also man muss natürlich wissen, dass Reis und Nudeln beides Kohlenhydrate sind und nicht, dass man jetzt eine Kartoffel isst und denkt, das ist wie Salat zu bewerten. Also man muss schon ganzheitlich denken. Das ist nicht ganz einfach, deswegen arbeite ich jetzt auch mit einigen Sportlern eben zusammen, um sie einfach dabei zu unterstützen. Also die meisten kommen und sagen, hier, ich habe jetzt den Sensor, was muss ich machen?
damit ich besser werde. Sag mir jetzt, ich muss morgens eine Banane essen und mittags eine Banane und abends das, damit ich 5 Minuten schneller laufe auf dem Marathon. Und genau das ist eben nicht. Es ist einfach individuell und man muss es einfach individuell betrachten. Und so unterstütze ich jetzt im Prinzip die Athleten dabei mit verschiedenen Tipps und Tricks und Mahlzeiten, die man einnimmt, um einfach meine Erfahrung weiterzugeben. Also ein Tipp schon mal vorneweg. Für mich ist so dieses Getränk, bei dem man sieht, ob es funktioniert oder nicht, die Apfelschorle. Also ich habe jetzt bei 90% meiner Athleten oder 90%, wo mir bekannt sind, wenn sie eine Apfelschorle trinken, geht der Glukosewert immer nach oben. Und wenn das funktioniert, dann bauen wir im Prinzip auf den Werten drauf auf und vergleichen sozusagen mit den Werten. Und da arbeiten wir halt intensiv dran und schauen verschiedene Sorten an Gels, verschiedene Getränkesorten, verschiedene Basisernährung. Ja, ist nicht einfach. Man kriegt kein Allheilmittel mit dem System, sondern nur ein Hilfsmittel an die Hand, um einfach zu verstehen, wie sein Körper funktioniert. Ja, ich meine, in der App ist ja grundsätzlich ein bisschen Video und es wird ein bisschen erklärt, aber es ist natürlich, du hast es ja schon öfters gesagt, irgendwie gefühlt 70% der Antworten war, es kommt drauf an, aber es ist halt einfach, irgendwie ist es super individuell und man kann es einfach keine, es wäre auch irgendwie fad, wenn man so eine allgemeine Antwort geben würde, beziehungsweise wenn sie geben würde, hätte sie schon wahrscheinlich irgendwie rausgebracht, dann würden wir nicht da sitzen und drüber reden. Also ist einfach, ja. Einfach alles hochindividuell. Ich habe zwei Dinge habe ich noch. Das eine ist, interessant war, dass nach Ablösen des Patches bei mir, also wenn man sagt, man hat die 14 Tage drauf, man tut runter, beim ersten Mal hatte ich an der Stelle, wo die Batterie war, danach einen Knubbel, noch längere Zeit. Also das ist jetzt nicht schlimm, wie gesagt, das ist jetzt nicht das Teufelsmark auf die nächsten 40 Jahre, aber es war sonderbar. Da war ich mir nicht sicher, ob das Wärme oder Reaktion oder was war. Und beim zweiten Mal war es offenbar der Kleber von dem Patch, der mir einen Sensorenknutschfleck hinterlassen hat. Ich glaube, beim Flo war es ähnlich. Du hast da irgendwie. Nein, nicht so schlimm. Nach dem Runternehmen beim ersten Mal irgendwas gehabt, oder? Ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Also ich hatte, wie gesagt, ich nutze es ja schon eine Weile. Wenn man jetzt mal so die Do's und Don'ts sagt, ich habe es schon im Prinzip ohne Desinfizieren mal drauf gesteckt. Da ist jetzt auch nicht ganz so gut ausgegangen. Also klar, entzündet war es nicht, aber man hat im Prinzip die Einstichstelle gesehen. Im Sommer, wenn man viel schwitzt und sich im Prinzip ein Teil von dem Sensor löst und es kann Wasser oder Schweiß drunter kriechen, ist auch nicht ganz so gut. Ist im Prinzip das gleiche Problem, was dann halt einfach passieren kann. Es ist halt doch eine offene Stelle in der Haut. Okay, das heißt, die Wettkämpfe quasi mit viel Schwitzen und so werden genau. Dann ihr Schäufelchen beigetragen haben. Wenn er sich im Prinzip so ein bisschen löst, also das muss ja nur ein bisschen Wasser wieder drunter kommen oder ein bisschen Schweiß sich drunter ansammeln. Das glaube ich auch nicht so ideal, aber es ist vielleicht, wie gesagt, bei 6 Monaten ist das jetzt 2-mal passiert, dass ich da irgendwie mal was gesehen habe. Ich hatte 2-mal einen leichten blauen Fleck nach dem Applizieren, weil er einfach irgendwie eine doofe Stelle getroffen hat und dann halt irgendwie ein Äderchen in der Haut geplatzt ist. Aber das ist jetzt auch zu vernachlässigen. Und sonst hatte ich irgendwie keinerlei Probleme. Einer ist mal ausgefallen, ein Sensor, nach einem Tag oder sowas. Und die Hälfte, wenn ich was kaputt gemacht habe, habe ich sie mir selber abgerissen, weil ich irgendwie hängen geblieben bin oder meine Kinder dran rumgerupft haben. Sonst muss ich sagen, ist echt ein sicheres System. Mhm. Und ich persönlich habe tatsächlich ganz wenig Probleme damit. Okay. Und die zweite Frage, die ich habe, nachdem das ja, also dass das Ding funktioniert, lässt sich relativ gut daran messen, dass Sportverbände es kritisch beobachten. Oder so wie die UCI einfach sagen, ja, ist ja lustig und nett, was ihr da macht, aber im Wettkampf macht es das jetzt nicht mehr. Und haben das quasi diese Biosensoren direkt mal gebannt aus dem Wettkampfgeschehen. Also bei den Profis. Also was du jetzt im Amateurbereich machst, ist völlig wurscht. Das ist ähnlich wie, du kannst im Amateurbereich, glaube ich, auch 4 Ibuprofen vor dem Start reinpfeifen und 8 Gramm Crack.
egal. Das interessiert niemand. Aber im Profibereich wird halt drauf geschaut und Dopingkontrollen und hin und her. Und da wurde das jetzt gebannt. Ja. Und um daraus, also ich glaube, die Begründung ist, damit aus diesem Profi-Peloton kein Formel 1 wird mit, es geht nur mehr um die Daten. Also ich, genau, das ist, glaube ich, die Begründung. Man hat halt einfach im Profi-Radsport sein Team im Auto hinten dran und wenn jetzt im Prinzip jeder Fahrer den Sensor drin hätte, was natürlich jedes Team haben könnte, also das muss man natürlich auch sagen, da wäre, denke ich, die Chancengleichheit gewahrt, wenn es einfach jeder Sportler hätte, dann wird das Team halt einfach drin sitzen und könnte dann sozusagen drauf steuern und sagen, jetzt trinkst du es, jetzt isst es, jetzt mach, also von außen gesteuert. Ich sage jetzt im Triathlon, im Laufen oder bei unseren normalen Sportarten, wo wir kein Team haben oder kein Trainer, der das sieht, muss ich immer noch selber entscheiden und selber gucken und sagen, jetzt führe ich was zu oder nicht, mhm, und habe irgendwie nicht einen hochbezahlten Ernährungsberater, der genau weiß, was funktioniert wie und der im Auto sitzt und einfach nur stundenlang die Daten auswerten kann. Ja, gerade bei Ultraradsportgeschichten oder solchen Dingen, dort wäre es ja ähnlich, weil du hast ja ein Betreuungsfahrzeug in der Nähe, auch wenn du einzeln bist, wobei dort hast du auch ganz andere Probleme. Zum Beispiel einen offenen Hintern. Ich glaube auch, ja. Sherman Snack und der offene Hintern ist da, glaube ich, schlimmer als 10 hoch oder 10 runter. Wobei, ist, vielleicht weißt du das oder ziemlich sicher, gehe ich davon aus, dürfen die im Profi-Radsport Wattmesser Pedale nehmen? Ich bin eigentlich relativ sicher, dass sie mit Wattmessung fahren, ja. Naja, und dass das die quasi die hinteren mitkriegen. Weil es wundert mich ja deshalb, weil auf Zwift und so weiter hast du diese ganzen Werte, also Herzfrequenz und Watt und weißer Geier. Und das ist ja ziemlich cool zum Zuschauen, wenn du siehst, wie es den Athleten geht quasi. Und bei der Tour de France hast du eine Kamera und du hast Radlfahrer und sagst, oh, jetzt ist einer mit einem gelben Trikot fahren. Oh, jetzt ist einer mit einem grünen Trikot fahren. Toll, toll. Aber ob es dem gut geht, schlecht geht oder sonst was, puh. Also manchmal werden ja aber tatsächlich auch Werte eingeblendet. Das heißt, sie haben sie. Also sie haben auf jeden Fall, also Herzfrequenz und ich meine auch Watt wird teilweise mal eingeblendet, mhm, bei manchen Sportlern. Also ich bin jetzt nicht der extensive Radsport Schauer, weil ich meistens in der Zeit, wo die Rad fahren, selber Rad fahre. Das heißt, es beißt sich dann meist ein bisschen. Aber ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber ich bin der Meinung, dass tatsächlich mal Werte eingeblendet wurden, entweder währenddessen oder danach. Okay, das heißt, das dürften Sie aufzeichnen. Okay. Ja, aber das würde sich gar nicht schlagen. Der Christoph Strasser, den wir letztens zum Interview haben, der schneidet Videos während der Radfahrt, der schaut sich die Australian Opens an. Also könnte sich auch dann einfach grundsätzlich, theoretisch, auch die andere beim Radfahren zuschauen, während man Radfahrt. Das ist dann so Meterradfahren. Also ich habe es beim Laufen schon gemacht. Also ich habe beim Laufen schon Triathlon-Veranstaltungen angeschaut, wenn ich im Prinzip mit Babyjogger unterwegs war, das Handy vorne hin und habe dann halt einfach irgendwie der Ironman gestreamt oder was, ja, was halt gerade kam. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Beim Radfahren konzentriere ich mich lieber auf die Straße. Ist jetzt nicht so wie ein Christoph Strasser, der halt irgendwie tausende von Kilometern, ja, im Kreis fährt. Nein, der macht es zu Hause, wenn er im Winter zu Hause am Trainer sitzt. Da schaue ich es natürlich auch, aber da läuft leider keine Tour de France. Nein, das stimmt. Das stimmt. Ja. Na gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das erste Mal sacken. Wer jetzt interessiert ist, wir packen alle interessanten Dinge in die Shownotes. Und gehen dann im zweiten Teil mal ganz genau darauf ein, was mir diese Glukosewerte noch sagen können oder halt nicht und wo die Reise hingehen kann, weil ich zum Beispiel auch von Sensoren gelesen, die nicht in die Haut gerammt werden sollen, die jetzt vielleicht kommen. Das wäre ja auch ganz nett. Habe ich auch schon gehört, ja. Und vielleicht, falls es da irgendwelche Fragen gibt und irgendwas noch nicht gut erklärt hat, schreibt uns das, dann dass der Vorteil eines Teils 2 ist, dass wir dann nachjustieren können und dann intensiver auf auch eure Wünsche eingehen können. Ja,
vielleicht habt ihr das selber ja schon in Gebrauch und habt irgendwie 1000 Fragen, weil ihr sagt, oh, ich bin auf 0,3 bis 400. Oder so. Also wär definitiv interessant. Ich muss da auch noch kurz zu mir nochmal was einwerfen. Ich muss ja noch ein bisschen über für mich machen, weil ich es am Anfang weglassen habe. Also alle, die irgendwie interessiert sind, nachdem ihr ja gesagt habt, wie man euch unterstützen kann und wo man euch überall folgen kann, also auch bei mir sehr gerne, ihr packt ja die Links überall rein, ja. Unter Trimm dich Coaching im Prinzip könnt ihr mich auf Instagram, auf Facebook suchen, unter Trimm dich Chris findet ihr mich auch auf Instagram, das ist sozusagen mein privates Profil. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, die euch ganz brennend interessieren, könnt ihr mich natürlich jederzeit auch direkt anschreiben, ansprechen. Dann finden wir auch eine Lösung irgendwie mit den Sensoren. Da könnt ihr euch an den Experten wenden und wir sind dann die Semi-Experten. Sozusagen. Genau, also bevor ihr uns dazu fragt und die Antworten als bare Münze nehmt, fragt direkt den Chris, das ist die bessere Variante. Und wenn ihr aus der Gegend rund um Karlsruhe kommt, wird er euch wahrscheinlich auch beim Schwimmen, Radeln und Laufen gut unterstützen können. Also dementsprechend tut das. Ja. Dann danken wir dir erstmal für die Stunde und wir hören uns dann noch und dann werden wir demnächst. Passt. Gut. Sehr, sehr gerne. Servus. Ciao. Ciao.